Florian Silbereisen und Beatrice Egli geben bekannt, dass sie nächstes Jahr heiraten werden, große Freude für die Fans. Die Nachricht über die schöne und romantische Liebe zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli löst bei Fans in Deutschland und auf der ganzen Welt große Freude aus. Die Ankündigung des Paares, nächstes Jahr zu heiraten, markiert einen wichtigen Wendepunkt auf ihrer Liebesreise und löst eine Welle der Freude in der Fangemeinde aus. Florian Silbereisen, ein Multitalent und berühmter Name in der deutschen Unterhaltungsbranche, hält sein Privatleben stets geheim. Er ist eine berühmte Persönlichkeit in vielen Bereichen wie MCing, Gesang und Schauspiel. Florian ist im deutschen Fernsehen für seine Dynamik und sein bekanntes Gesicht bekannt. Obwohl Florian ein arbeitsreiches Leben hat, hält er sein Liebesleben stets geheim. Er galt lange Zeit als unverheiratet und pflegte ein sorgfältiges Privatleben. Diese Geheimhaltung hat dazu geführt, dass Fans viele Fragen stellen und neugierig auf Florians Liebesleben sind. Beatrice Egli, ein berühmter Name in der deutschen Musikbranche, setzte sich 2013 gegen Tausende von Teilnehmern durch und gewann den Musikwettbewerb Deutschland sucht den Superstar. Sie wird für ihre attraktive Stimme und ihre herausragenden Leistungen im Bereich Musik geliebt. Die Beziehung zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen begann freundschaftlich und entwickelte sich später zu einer bewundernswerten Liebesbeziehung. Als die Nachricht von dieser Liebesbeziehung zum ersten Mal auftauchte, sorgte sie in der deutschen Unterhaltungsindustrie für großes Aufsehen und sorgte bei den Fans für Aufregung und Aufmerksamkeit. Das Warten und die Neugier der Fans zahlten sich schließlich aus, als Florian Silbereisen und Beatrice Egli bekannt gaben, dass sie nächstes Jahr heiraten werden. Diese Nachricht verbreitete sich wie eine Welle der Freude unter Fans und Medien und stieß auf begeisterte Unterstützung. Die Bekanntgabe der Hochzeit von Florian und Beatrice sorgte für Aufsehen und Unheil in den Herzen der Fans. Die Liebe und Verbindung zwischen ihnen ließ die Menschen glauben, dass sie ein perfektes Paar seien und das Glück wert seien. Fans von Florian Silbereisen und Beatrice Egli freuten sich riesig über die Nachricht von der bevorstehenden Hochzeit des Paares. Die Heirat wird einen wichtigen Wendepunkt in ihrer Beziehung markieren und eine vielversprechende Zukunft schaffen. Die Durchführung dieser Ehe würde eine Veränderung im Liebesleben von Florian und Beatrice und eine lebenslange Bindung an ihre Liebe bedeuten. Fans auf der ganzen Welt warten auf eine wunderschöne Hochzeitszeremonie und den Segen für Florian und Beatrice auf ihrer Liebesreise. In einer Welt voller Veränderungen und Spannungen ist die Liebesgeschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli für viele eine Quelle der Inspiration und Hoffnung. Ihre Ankündigung der Ehe ließ die Menschen glauben, dass Liebe alle Schwierigkeiten überwindet. Notamment après avoir été victime d'une arnaque immobilière. Elle a dû vendre sa maison de vacances et se séparer de certaines de ses possessions pour faire face à ses dettes. Au début des années 60, elle a été impliquée dans un scandale lié à un film érotique dans lequel elle avait tourné. Le film intitulé « Les tripes au soleil » avait été tourné avant que Sophie Desmarais ne devienne une vedette et n'ait acquis une certaine notoriété. Néanmoins, sa participation au film a suscité de vives critiques de la part de certains fans, ce qui a affecté sa popularité. Plus tard, dans les années 70, Sophie Desmarais a également été confrontée à des difficultés pour trouver des rôles. Les réalisateurs étaient moins enclins à faire appel à elle, et elle a été reléguée à des seconds rôles ou à des apparitions furtives dans des productions cinématographiques. Cette situation a été difficile à vivre pour Sophie Desmarais qui avait connu un grand succès dans les années 50 et 60. Sophie Desmarais a connu plusieurs tragédies personnelles tout au long de sa vie. En plus des problèmes de santé mentale et des difficultés financières évoquées précédemment, elle a également connu des drames familiaux. En 1963, son fils unique, Stéphane, est mort dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que 22 ans. Cette perte a été extrêmement douloureuse pour Sophie Desmarais, qui était très proche de son fils. En 1983, son deuxième mari, l'acteur Jacques Duby, a été assassiné dans leur maison à Ramatuelle dans le Var.
Cette tragédie a été un choc pour Sophie Desmarais, qui a été profondément affectée par la mort brutale de son mari. Dans les dernières années de sa vie, Sophie Desmarais s'est retirée de la scène